So. Hallöchen YouTube. Wo sind wir wieder? Ja. At Games Tycoon 2 Season 4. Wir nach einem neuen Spiel. Locken Studios. Mittel. Rollenspiel-Genre. Das passt soweit. Wir nehmen aber den verlassenen Bunker. And here we go. Wir machen das mal an. So. Dann wollen wir mal. Entwicklung. Zack. 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 Und zack. So. Du machst mal das. Nee. Und Abfahrt. So. Auftragsarbeiten sind schöne Seiten. Oh, schön, wir haben Geschicklichkeit. Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Hier haben wir einen Forscher. Here we go. Forschen mal die Highscores. Und Akate Joystick Support. Auftragsspiele. Alles Rotze. Spiel entwickeln, neues PC-Spiel. Geschicklichkeit. Uff. In dem Alltagsleben. Für den Apple One. Apple One. Wir machen erstmal nur 3 Sprachen. Acht. 5 und 2. 3, 8, 7. Sieben. 40, 10, 10. Und 40. Ist dann... The Grove.
So. Ja, legendär spielen wir im Stream. Hat auch einen Grund. Bis Let's Play ist es zu langatmig. Zumindest im aktuellen Studium noch. Weil es noch ein bisschen unbalanced ist alles. Oh voll, wir nehmen Konami. Sehr schön. So, die ersten 209 Fans. Chemie. Auf Legendär mache ich die zum Beispiel jetzt nicht. Aber hier auf Mittel können wir das ruhig machen. Da ist es sowieso nicht ganz so dramatisch. Davon 3 Stück. Nacht. So. Sehr stabil hier. Dann forschen wir mal die Qualität.
Ja, da ein Forscher. So, wie war's? Achso. Schade. So. Chemiker. Wir gehen zu Data East. Sehr schön. Gen 1. Wobei. Eins Punkt fünf. Machen wir die mal für Geschick und den Apple. 1000 für 3000 und 1%. Nächstes Spiel direkt auf dem Markt. Ein Adventure. Team Bank. Das ist dann
The Bunker. Für Erwachsene. Das. Das. So. So. Und so. So. Voll. Zeitlose Fesseln ist das Prinzip. Macht Spaß. Die Grafik ist äußerst stimmungsvoll. Passt perfekt zum Spielen. Bei der Sounduntermalung wurde zwar nicht gezaubert, kann sie aber hören lassen. Wir sind ein Entwickler, der viel Wert auf die Steuerung legt. Danke. Meine Meinung, Genre-Fans, wird dieses Spiel zu weiten Strecken überzeugen. Ganz meine Meinung. Und haben die zweite Plattform freigeschaltet schon. Ist easy. Ist easy going. Ah, fast. Wir machen mal eine Fortsetzung zu The Groove. Perfekt. The Grove 2. Und ihr macht mal ein B plus, bitte. Voll. Ganz kurz mal in die Option. Muss was am UI anpassen. Bisschen runter. Wir haben den Apple.
Jawoll, das ist's. Beim Gameplay trifft Innovation die Perfektion. Große Schwächen sind nicht zu erkennen. Brillant ist die grafische Darstellung. So etwas sieht man selten auf diesem System. Beeindruckende akustische Effekte, die von einer tollen Spielmusik untermalt werden. Wir haben die Entwickler eine so perfekte Steuerung hinbekommen. Und warum schafft das die Konkurrenz nicht? Gute Frage. Ein Meilenstein im Genre, das einen Trend auslösen könnte. Dankeschön. Immer schön kaufen, ne, Freunde? Rollenspiel. So. Glaube ich, die Hase. Spiel, neues PC-Spiel, Rollenspiel. Fantasy, das nennen wir dann Final Fantasy. Spiellänge ist 8, 4, 3, 4, 10, 9. Das sind die gleichen Style-Einstellungen wie Adventure. Super. Nur Konami, willkommen. Ah, da ist der Hit. Rollenspiel. Dieser Titel hat ein faszinierendes und durchdachtes Gameplay. Viele Stunden Spaß sind garantiert. Niemand hätte gedacht, dass auf diesem System so eine Grafik möglich ist. Phänomenal. Die digitalisierten Klänge und Melodien sind anständig und passen zum Spiel. Nichts Besonderes. Erschreckend, wie einfach die Bedienung von der Hand geht. Die ist perfekt. Der Titel ließ mich für viele Nächte nicht los. Der Haussegen hängt schief. Aber das war es mir wert.
Sehr schön. Oll. Überraschungshit. Was? Zum Glück ist auf unserer Seite. Die Verkaufszahlen von Final Fantasy sind deutlich höher als erwartet. Dieses Spiel könnte der Überraschungshit des Jahres werden. Final Fantasy? Uff. Wow. Leute, wir haben einen Überraschungshit gelandet. WTF. WTF. Überraschungshit. Das hatte ich noch nie. Das Glück ist echt auf meiner Seite, Freunde. Alter. Das Ding geht durch die Decke. Die Lorcan RPG. Oh. Weißt du was? Komm. Da, Final Fantasy bekommt ein kostenloses Update. Und weil es so schön ist. Direkt das erste kostenpflichtige Add-on hinterher. Nämlich Final Fantasy Wintermore. Der Hit des Jahres. Zack. Final Fantasy. Yeah. Direkt zweimal dabei. Beste Grafik und Spiel des Jahres. Sehr schön. Und es geht direkt an den Publisher rüber. Ja. 78%. Ja. Und wie es weitergeht mit unserem Überraschungshit, sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein.